Minus 20% Discount Sergio Fragrance Naxos von 12 o'clock until midnight. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute sind wir hier wieder bei einem Thema, was ihr liebt. Und zwar sind wir hier bei Momentum. Hallo. Wir sprechen heute über Vintage-Uhren. Ja, das Thema wird bei mir nicht so sehr gecovert, aber wir haben heute das Beste vom Besten. Also let's go. So, ja, wie geht's dir erstmal? Mir geht's gut, schön, dass du wieder hier bist. Ja, freut mich. Also ich muss sagen, Vintage-Uhren ist ja nach wie vor, immer wenn wir so ein Video machen und wir nur darüber sprechen, die Leute sind wirklich sehr interessiert. Man findet ja auch wenig einfach Content so darüber. Hoch spannend und ja, es wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie sieht es mit den Preisen aus? Wir haben zum Beispiel jetzt gesehen, eine Rosé Goldene Day-Date, Olivzifferblatt, sagen wir mal, hat gekostet 95.000 Euro und die kostet jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 58.000 Euro. Mhm. Wir haben oft auch Day-Dates als Topic hier gehabt. Ist das bei den Uhren auch passiert? Also die Pink Goldene Day-Date von den 70ern, die vor ein paar Monaten 35 gekostet hat, kostet immer noch 35. Okay, also die Preise sind overall sehr relativ stabil. Okay, ja, interessant. Was haben wir heute denn hier so auf dem Tisch? Was würdest du sagen, was ist wirklich als erstes natürlich, muss ich sagen, hier die Uhr, ne, Traum, ein Traum. Onyx, das ist ein 16018, Saphirglas Datejust mit Jubilee Band und dem nackten Onyxblatt ohne die 6 und 9, also timeless. Spitznur. Onyx ist ein Edelstein, ne, und der wird dann hauchdünn geschnitten und so verbaut. Ne. Das waren damals Uhren, die waren jetzt auch nicht so sehr beliebt, muss man sagen. Nee. Mittlerweile hat sich das geändert. Wo liegen wir aktuell preislich bei so einem Modell? Auch bekannt, ne, durch The Weeknd. Die liegt bei ca. 49.000 Dollar. Aber das ist nicht nur die einzige Onyx, die wir hier haben, ne, sondern es geht weiter. Sag mal, bei dieser Uhr hier, ne, warum ist das Armband eigentlich als Oyster? Hat das Rolex einfach als in der Variation mal rausgebracht dann? Genau, das war damals erhältlich und die meisten wurden auf Jubilee verkauft, die wenigsten auf Präsidentband. Nicht die wenigsten auf Präsidentband, danach kam das Präsidentband. Und dann gab es ganz wenige mit dem Rivet Oyster. Du siehst hier, die sind genietet, sehr flach. Also das Goldband sieht genauso aus wie in den 70ern. Okay. Das ist jetzt nicht dicker geworden wie die ganzen anderen Bänder. Man muss dazu sagen, gerade dieser persönliche Geschmack. Heutzutage ist es ja so, jeder möchte eine Datejust mit einem Jubilee Bracelet haben. Wir haben nach der 2000er Wende war es so, dass da erstmal der Hype dann runtergegangen ist. Ne? Ja. Du warst ja schon auch im Business, du hast ja alles miterlebt. Gab eine Zeit, in der wollten die Leute kein Jubilee Bracelet haben. Ja, weil es nach alter Mann aussieht. Ah, okay. Heute ist genau das Gegenteil. Genau. Ne? Ja. Und hier haben wir auch eine Datejust. Das ist eine etwas neuere, das ist eine 16238 und die hat das 6 9 Diamonds Zifferblatt. Das ist also 6 und eine 9 und im Bauch ist halt so ein Diamant drin. Mhm. Sehr schöner Akzent, aber die Uhr mit dem Oysterband sieht unglaublich stark aus. Ich sage es immer wieder, auch in den Videos, ich finde Oyster für Männer irgendwie ein bisschen maskuliner einfach. Bei den Lünetten zum Beispiel, also tauschst du sowas oder kaufst du die Uhren so an? Oder? Ich kaufe die, wenn die schön sind. Ich mache da eigentlich keine Austausch, also ich mache keinen Austauschanteil. Und das Bracelet, schau dir mal den Zustand an. Gigantisch. Die Uhr ist halt komplett homogen. Das Band sieht genauso gut aus wie das Gehäuse, wie die Lünette. Worauf sollten denn die Leute allgemein achten, so wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen sagen, die wollen jetzt hier ein paar Vintage-Uhren kaufen. Was sagst du zum Beispiel zum Thema jetzt Zustand, die Uhr hat Kratzer? Ne? Jetzt würden hier manche Leute sagen, die hat auch Kratzer. Ja, aber man muss auch gucken, die ist jetzt 30 Jahre alt. Ja, die ist von 95. Das ist halt schon fast 30 Jahre alt und ist getragen und die wird nicht verkauft als neu. Die wird einige Tragespuren haben. Was sie nicht haben sollte, sind irgendwelche großen Dellen, dass die Uhr gefallen ist oder irgendeinen Unfall hatte. Aber ich sag mal, bei den Onyx-Zifferblättern ist das Wichtigste, dass das Blatt einwandfrei ist. Also keine Hairlines, keine Kratzer auf dem Blatt, keine Sprünge, keine Chips, weil da ist der ganze Wert. Es gibt noch eine. Eine Onyx, das ist eine etwas seltenere Referenz, das ist 18338. Die hat halt die Anstöße mit 7 Diamanten. Das muss ich sagen, ist so wirklich einer meiner Favoriten. Wenn man heute mich fragen würde, was soll man kaufen? 36mm Day-Date-Uhren mit irgendeinem Special-Gem-Setting ist genau das, was ich liebe. Ne? Ja. Also absolut gigantisch. Gerade dieser minimale Akzent hier mit diesen Hörnern, wunderschöne Uhren. Ich wollte gerade sagen, normalerweise würdest du die mit einer Diamant-Lünette sehen. Gibt's auch. Ein bisschen gibt's, zu laut, ist auch schön, aber ein bisschen zu laut. Hier ist es sehr dezent gehalten. Deutlich, deutlich seltener als Gelbgold ist Rosé. Rosé-Gold gab es nicht, sag ich mal, komplett über die letzten 70 Jahre. Rosé-Gold wurde quasi auf Day-Dates, sag ich mal, in den 50ern eingeführt. Rolex hat kein Rosé-Gold gemacht nach 78. Kein Rosé-Gold? Es gab kein. Es gab von 78 bis zum Jahr 2000 keine Rosé-Gold, wow, nur von Rolex. Wow. Das heißt, Rosé-Gold, wir haben ja Gelb-Gold, Weiß-Gold, Rosé-Gold und Platin. So, wir wissen, dass Gelb-Gold den größten Anteil ausmacht. Rosé-Gold und Weiß-Gold haben ungefähr eine gleiche Verteilung und dann kommt ein bisschen Platin.
Aber du musst jetzt überlegen, in einer gewissen Ära gab es kein Roségold. Und diese Ära war 22 Jahre. Das heißt, Roségold-Uhren sind mit Sicherheit seltener als Weißgold-Uhren. Spannend. Also out of diesem haben wir jetzt ein sehr, sehr seltenes Ziffernblatt. Und zwar nennt sich das Guilloché. Das ist, sowas kennt man gar nicht von Rolex. Das Ziffernblatt ist halt von hinten gehämmert und hat eine Reliefstruktur obendrauf in einem relativ perfekten Muster. Also dieses Rosé, muss man sagen, wenn du die Uhren bekommst, kann es auch manchmal fast wie Gelb wahrscheinlich aussehen, ne? Weil das oxidiert mit der Luft. Tolle, tolle Uhr. Auch hier haben wir einen mega Zustand. Ja, 1803. Die ist von 66. Wo sind wir hier? Die liegt bei ca. 165.000 Dollar. Wow, okay. Das ist eine ganz andere Preisrange dann. Ja, ne? Also die Uhr ist genau die gleiche, die du quasi für 30.000 kriegst. Nur das Ziffernblatt macht den Unterschied. Wow, wow. Spannend. Sehr, sehr spannend. Aber es gibt immer noch eins besser. Eins besser. Also wir hatten genau die gleiche Uhr letztes Jahr im New Old Stock Zustand. Nagelneu. Wow. Die war nochmal knapp 100.000 mehr. Okay. Eigentlich muss man sagen, wenn jemand wirklich ein Serious Collector ist und jetzt die modernen Dinger sammelt, das ist doch der Grail, oder? Der heilige Gral. Boah, Wahnsinn. Unglaubliche Uhr, unglaublich. 1803, auch von 1966 mit einem silbernen Zifferblatt. Bei Stückzahlen, was würdest du da sagen? Also, die mit den arabischen Ziffern, ich habe in meiner Laufbahn wahrscheinlich 10 bis 15 Stück gesehen. Das heißt... In Rosé? Nee, in Rosé nicht. In Rosé ist das die zweite, die ich je gesehen habe. Die ist jetzt frisch aus dem Rolex-Service rausgekommen. Hat noch dieses Service-Sticker, ja. Service-Aufkleber drauf. Und das, ich meine, für solche Uhren, wenn die ins Heritage-Department zu Rolex gehen, das ist ja immer so eine frische Authentifizierung. Das heißt, es ist eigentlich fast mehr wert als die originale. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es dauert auch, glaube ich, weit über ein Jahr. Ja. Oder. Also wir können die Uhr jetzt auch servicen, sage ich mal, in-house und kostet ein paar hundert Euro. Aber bei Rolex kostet halt dann fünfstellig. Ne? Ja. Und preislich, wo sind wir da jetzt? Die liegt bei genau 275.000 Dollar. Boah. Jetzt überleg mal, wir waren gestern im Goldzug und haben über die neue 40 mm Platin, grünes Ziffernblatt und so weiter, die liegt aktuell so circa bei 190.000 Euro. Ne? So circa. Mhm. So, und das ist ja dann, muss man sagen, im Verhältnis, wenn du in deinem ganzen Leben zwei Stück gesehen hast davon in Rosé. Besser. Das ist natürlich eine Wahnsinnsansage. Ne? Oh, okay. Gelbgold mit Lila. Blau Galvanic Dials nennen die sich, deswegen hat er diese Tritiumpunkte, die so ein bisschen das Zifferblatt angefressen haben. Im Blau habe ich ihn noch nie gesehen. Wow, krass. Sehr hübsche Uhr. Das Band, das tolles Bracelet, ne? Wow. Das ist meine eigene, die habe ich seit mehreren Jahren, die werde ich niemals verkaufen. Toll, tolle Uhr. Ja, also Day-Date ist nach wie vor immer ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen soll. Wir sitzen immer hier und kommen immer wieder zu dem Punkt auch zurück. Ist hochspannend, ja, und im Vintage-Bereich auf jeden Fall noch etwas, was Potenzial bietet. Aber natürlich, wir können nicht ohne Sportuhren. Und da hast du auch noch zwei Stück hier. So, einmal haben wir hier eine 1680 Submariner mit Datum, mit Rotschrift. Red Submariner. Die Uhr wurde halt gemacht von 1967 bis 76 in 6 Zifferblattvarianten. Das heißt, jede einzelne Zifferblattvariante ist Pi mal Daumen ein Jährchen produziert worden. Also eine sehr, sehr seltene Uhr. Und die ist mit Originalband, super schöne Patina auf dem Zifferblatt. Die Zeiger sind original. Du siehst, die Lunette hat sich verfärbt von Schwarz auf Gunmetal Grey. Toll, toller Zustand. Die Leuchtmasse vom Band her auch. Und das ist ja schon ein sehr fragiles Faltband. Ne? Das ist das Faltband, ja. Da ist schon toll. Super Proportionen, also die ist ein richtig schöner Zustand. Und da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Also es ist ein richtig schönes Set. Preislich, wo liegen wir hier? Die ist relativ günstig. Die liegt bei 30.900 Dollar. Also wow, mit Boxpapieren ist ein guter Preis. Super Zustand, super Set. So, hier haben wir eine 5513. Die wurde ewig gebaut, ne? Die wurde gebaut für fast 30 Jahre. 1959 bis 60, ich glaube, die am längsten gebaute Referenz. Wie neu, ne? Die ist nagelneu. Also, guck mal hier. Die Schließe hat noch diese Sticky Clasp. Alter. Der Aufkleber hinten komplett noch drauf. Oh, stimmt. Beim Aufkleber sieht man es immer, ne? Und dann ist es keine einfache 5513. Das ist eine mit einem Pre-Comex-Style. Nicht, weil diese Uhr für Comex bestellt worden ist, weil in der Ära, wo die Uhren gebaut wurden, sage ich mal 77 bis 84, das sind ja die Maxi-Dials. Da gab es 5 verschiedene Maxi-Dials. Diese Ziffervariante wurde halt sehr spät erkannt, dass da ein Unterschied ist. So, dann könnte man halt, man hätte auch sagen können, das ist eine Mark 1,5, aber dann wurden andere Gemeinsamkeiten mit anderen Uhren recherchiert und die Krone, die auf dem Zifferblatt aufgedruckt ist. Ach stimmt, die Rolex-Krone, die sieht ein bisschen anders aus. Die sieht bauchiger und dicker aus und dann wurde diese Gemeinsamkeit mit der Comex aufgebaut. Die Comex aus der Zeit haben genau die gleiche Krone gehabt, deswegen wurde die Pre-Comex genannt. Und das ist mit die seltenste unter den Maxi-Dials sozusagen. Und
preislich? Die liegt bei ca. 50.000 Dollar. Okay, sehr, sehr interessant. Aber nagelneu. Sehr, sehr tolle Uhr, hat ein tolles Feeling. Mega. Wie sieht das für dich in der Zukunft aus? Also wie siehst du Uhren im Allgemeinen, Vintage-Uhren? Du hast es jetzt schon sehr, sehr lange mitgemacht. Siehst du eine klare Tendenz von, sagen wir mal, Größen, dass Leute vielleicht weggehen von größeren Uhren? Weil das ist so etwas, was ich jetzt feststellen konnte. Von der Größe her, 36 mm ist für mich immer noch die beste Größe. War vor 10 Jahren die beste Größe, ist heute die beste Größe. Und du siehst, dass alles darauf wieder hin zurückkommt. Also es ist auch so, dass ich sage, alles, was über 40 mm ist, ist auch schwer zu verkaufen, weil einfach man merkt, dass die Leute wieder zu kleineren Uhren zurückkehren möchten. Ne? Richtig. Also Sportuhren dürfen ruhig ein bisschen größer sein. Teilweise je nach Gehäuse, je nach Hersteller sieht eine 42 mm Sportuhr auch sehr gut aus. Aber eine Dresswatch, eine schicke Uhr, sollte nicht zu groß sein. Mhm. Sehe ich auch so. An dieser Stelle muss ich sagen, vielen, vielen Dank. Falls ihr euch dafür interessiert, alles ist in der Infobox verlinkt. Schaut auch gerne bei ihm bei Instagram vorbei. Da postest du eigentlich täglich so, ne, ja, was du so da hast. Sehr, sehr spannende Uhren. Es ist noch viel, viel mehr. Wir haben mehr Stella Dials, wir haben andere Sportmodelle, Daytonas. Es gibt sehr, sehr viel zu entdecken, gerade im Vintage-Bereich. Von daher schaut vorbei und wenn ihr in Dubai seid, besucht ihn. Also, vielen Dank und bis bald.